In dieser ruhigen Wohngegend sieht oder hört niemand etwas Ungewöhnliches, als eine Frau in ihrem Haus ermordet wird. Doch mit Hilfe einer Überwachungskamera, eines Fingerabdrucks und einer forensischen Computeranalyse kann innerhalb von 12 Stunden ein Verdächtiger in einem anderen Bundesstaat festgenommen werden. 1997 zieht Eskeline DeBoort in ein Wohnviertel von Knoxville, Tennessee. Nur ein paar Straßen entfernt wohnen ihre Tochter und ihr Enkelsohn. Als ich schwanger wurde, zog sie zu mir nach Knoxville. Die Familie war ihr sehr wichtig. Sie war gerne mit den Kindern zusammen. In der Gegend gibt es so gut wie keine Kriminalität. Wenn man die verschiedenen Teile dieses Landes miteinander vergleicht, würde ich sagen, dass sich alle darüber einig sind, dass der Bezirk Knox eine der sichersten Gegenden in diesem Land ist. Hier leben fast nur Familien, es gibt viele Kinder in der Nachbarschaft, schöne Gärten, weiße Gartenzäune. So richtig, wie man sich ein Bilderbuch Amerika vorstellt. Sehr schön. Eskeline arbeitet zu Hause. Sie überträgt am Computer medizinische Daten für die Universität von Kentucky. Ihre freie Zeit verbringt sie mit der Familie. Meine Mutter hat meinen Sohn jeden Tag gesehen. Und sie haben oft am Telefon miteinander gesprochen. Sie hat ihn vermisst. Sie lief die 2 Blocks von ihrem Haus zu meinem, weil sie sagte, ich brauche das jetzt, ich muss bei ihm sein. Am späten Nachmittag des 20. August 2001 fällt Liz auf, dass sie seit dem Morgen nichts mehr von ihrer Mutter gehört hat. Sie hat mich immer gegen 5 oder halb 6 angerufen. Wenn sie nicht bei mir war, rief sie spätestens um 5, kurz vor dem Abendessen oder 5:30 an. Ich hatte nichts von ihr gehört und um etwa 6:30 fing ich an, mir Sorgen zu machen. Bei Eskeline nimmt niemand ab. Auch der Anrufbeantworter schaltet sich nicht ein. Ich stieg also in mein Auto und fuhr zu ihr rüber. Die Türen waren verschlossen und die Jalousien runtergezogen. Meine Mutter liebte das Licht, das war also ungewöhnlich. Ich benutzte meinen Schlüssel, um reinzugehen, und da habe ich sie auf dem Boden gefunden. Eskeline DeBoort ist ermordet worden. War die Tür verschlossen, als Sie reingingen? Ja, überall liegen Sachen. Ihr Portemonnaie ist nicht in der Handtasche. Und die Kreditkarten sind auf dem Boden verstreut. Das Telefonkabel ist durchgeschnitten, deswegen ist der Anrufbeantworter nicht angesprungen. Sie haben alle Schränke durchwühlt und das Fenster nach hinten ist zu. Das Haus ist verwüstet. Auch der Schmuck wurde durchwühlt. Die Tote hat Schnittwunden und Blutergüsse an den Armen. Ein Zeichen, dass sie sich heftig gegen ihren Angreifer gewehrt hat. Eskelins Brieftasche ist leer. Einige ihrer Kreditkarten liegen auf dem Teppich, die meisten fehlen jedoch. Er hat alles aus ihrer Brieftasche genommen, jedes winzige Papier, unter anderem das kleine Stück mit ihren PIN-Nummern für die Kreditkarten. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Täter sich gewaltsam Einlass verschafft hat. Das sagte uns, dass sie die Person entweder kannte oder dass sie an der Haustür überrascht worden war. Die Tür stand für wen auch immer offen. Wir wussten es wirklich nicht. Der erste Eindruck, es war jemand, den sie kannte, weil er nicht gewaltsam eingedrungen war. Doch Eskelins Tochter glaubt das nicht. Sie war so zurückhaltend, sie war sehr ruhig und eine sehr unkomplizierte Person. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sie kannte, jemand, den sie kannte, ihr wehtun wollte. In der Küche finden die Ermittler eine Dose Cola, ein Wasserglas und einen Zigarettenstummel auf dem Boden. Dieser Täter hat eine ganze Weile in dem Haus verbracht. Er nahm sich Zeit, um etwas zu essen, ein bisschen Cola zu trinken. Er hatte alles unter Kontrolle. Liz sagt den Ermittlern, dass auch das Auto ihrer Mutter verschwunden ist.
Wir hielten mit anderen Kollegen in der ganzen Gegend Ausschau nach dem Auto, denn es war anzunehmen, dass derjenige, der Escaline Dubord umgebracht hatte, auch ihr Auto besaß. Die Polizei befragt alle Nachbarn. Doch niemand hat etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen. Innerhalb von 20 Minuten nach meiner Ankunft am Tatort hatte ich in der Gegend 60 bis 65 Leute, die an dem Fall arbeiteten. Leider ist es so, dass wenn so ein Fall nicht innerhalb von 24 Stunden gelöst wird, sehr viel sehr schnell passieren kann. Beweise können zerstört werden und die Spur wird sehr schnell kalt. Wie die Polizei erfährt, kann auch ein Fremder ungehindert in das Haus des Opfers gelangt sein. Liz sagt aus, dass ihre Mutter häufig die Haustür unverschlossen ließ. Sie wollte es mir leichter machen. Wenn ich etwas in den Händen hatte oder meinen Sohn trug, dann konnte ich einfach reingehen und musste nicht erst mit dem Schlüssel rumfummeln. Sie dachte an mich. Im Haus werden die Beweise sichergestellt. Wir fanden Fingerabdrücke an zwei Gläsern. Die Stelle, wo die Abdrücke waren, bestätigte, dass jemand die Gläser oben angefasst und dort reingetragen hatte. Die gefundenen Abdrücke werden in ein automatisiertes Fingerabdruck-Identifizierungssystem eingegeben, das sogenannte AFIS. Dort werden sie mit Millionen von Fingerabdrücken in landesweiten Datenbanken verglichen. Diese international eingesetzte Technik erleichtert auch Ermittlern wie Hans-Herbert Frank vom Landeskriminalamt Niedersachsen die Identifizierung von Straftätern. Die besondere Bedeutung von AFIS liegt darin, dass diese Technik die Möglichkeit eröffnet, in großen Datenbeständen Spuren zu recherchieren. Eine solche Arbeit in solch großen Beständen ist manuell nicht leistbar. Doch die Suche führt nicht sofort zu einem Ergebnis. Manchmal braucht es Stunden, vielleicht sogar Tage, denn man prüft Millionen Einträge. Die DNA des am Tatort gefundenen Zigarettenstummels wird im gerichtsmedizinischen Labor analysiert. Zuerst wird der Zigarettenstummel in ein Röhrchen mit einem chemischen Gemisch getan, das alles auflöst, bis auf die Epithelzellen von der Zigarette. Eine reiche Quelle für DNA. Damit die DNA frei schweben kann, wird Phenolchloroform dazugegeben. Die DNA-Sequenz wird dann im Reagenzglas mit Hilfe eines Polymerase-Kettenreaktionstests vergrößert. Erst dann ist die Probe groß genug, um sie zu analysieren. Für die Ermittler steht fest, die DNA vom Zigarettenstummel ist vermutlich die des Mörders. Als nächstes untersuchen forensische Experten Escalines Computer, um ihre passwortgeschützten Dateien einzusehen. Dabei stoßen sie auf einen wichtigen Hinweis. Als wir uns Escaline Dubords Computer ansahen, stellten wir fest, dass sie um 12.21 Uhr am Tag des Mordes eine E-Mail geschickt hatte. Daher nahmen wir an, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch lebte und offensichtlich am Computer saß. Bevor der Unbekannte in ihr Haus eindrang, hatte sie mit jemandem Kontakt. Die Ermittler stellen fest, dass ihr Computer sich 3 Minuten, nachdem sie die E-Mail verschickt hatte, automatisch abgeschaltet hat. Das bedeutet, dass Escaline nach 12.30 Uhr getötet wurde. Wir versuchten, einen Zeitrahmen für den Tod abzustecken. Gleichzeitig bemühten wir uns festzustellen, ob es in der Gemeinde zu dieser Zeit irgendetwas Ungewöhnliches gab. Die Nachbarn berichten der Polizei, dass an diesem Nachmittag Zeitschriftenvertreter von Tür zu Tür gegangen sind. Viele Leute erzählten uns, dass diese Vertreter in ihren Wohnungen und Häusern waren, in der Zeit zwischen 11 Uhr morgens bis fast 4 Uhr nachmittags. Vertreter müssen eine Genehmigung der örtlichen Behörden haben, bevor sie von Tür zu Tür gehen dürfen. Doch in dieser Woche wurden keine Genehmigungen erteilt. Sheriff Tim Hutchison weiß, dass viele Vertreter aus anderen Bundesstaaten normalerweise im örtlichen Motel übernachten. Meistens holt ein Firmenwagen die Vertreter morgens ab, bringt sie in die Gegend, wo sie tätig werden sollen, und abends wieder zurück ins Motel.
In der Vergangenheit hatten wir manchmal Probleme mit diesen Leuten. Sie waren aufdringlich, besonders Frauen gegenüber. Und es kam zu Streitigkeiten und Handgreiflichkeiten. Natürlich ging da sofort eine Alarmglocke an, als wir am Tatort hörten, dass an diesem Nachmittag Zeitschriftenvertreter in der Nachbarschaft waren. Die Polizei überprüft mehrere Motels in der Gegend. Ohne Ergebnis. Die Ermittler verfolgen aber noch andere Spuren. Der Täter hat eine Reihe von Eskelins Kreditkarten mitgenommen. Die Ermittler vermuten, dass er versuchen wird, sie zu benutzen. Also durchsuchten wir die Schubladen nach alten Rechnungen, auf denen die Kreditkartennummern standen und von welcher Bank sie waren. So fanden wir heraus, welche Karten fehlten. Die Polizei ruft bei den Banken an und bittet, sofort zu